Sie ist schwerhörig, mit Flüstern komme ich da nicht weiter, antworte ich. Und als ich so richtig voller Inbrunst schreie, dass der Dame rechts am Tisch neben uns vor Schreck der Kloß im Hals stecken bleibt, öffnet Olga die Augen. Sie kommt zu sich. Was ist denn? Fragt sie etwas irritiert. Mein Rücken ist ganz kalt, jetzt heben Sie mich doch mal auf. Wir lächeln. Gerne, Frau Zielinski, aber zuerst bringen wir mal den Blutdruck etwas in Schwung, sonst fällst du gleich wieder um. Olga ist genervt. Wie Blutdruck? Was soll das denn hier? Ich hatte mir gerade Nachtisch bestellt. Olga hebt den Kopf ein wenig. Ist er schon da? Ein Mann, offenbar der Sohn, kniet sich runter. Ja, Mutti, jetzt musst du aber erst mal wieder zu Kräften kommen. Was ist denn hier los? Wer sind die alle? Wir sind vom Rettungsdienst. Sie hatten einen